heute nicht mehr Stand der Technik. Wir verwenden eigentlich einen Tuber oder einen Alpintuber. Aber jetzt zur Kara 8. Was ist die Kara 8? Im Endeffekt verwendet man das als Rücklaufsperre, zum Beispiel wenn man ein Seil spannen möchte. Und Bernd, das ist so, man verwendet es eigentlich nicht, wenn ich eine Partnerrettung mache oder so draußen, weil du wirst gleich sehen, warum. Und zwar, ich habe hier ganz normal die 8 eingelegt. Das heißt, hier habe ich mein Sicherungsseil und hier habe ich quasi das Lastseil dann. Und ich kann das Ganze anziehen. Aber natürlich, sobald Spannung drauf ist und ich lasse los, läuft es wieder zurück. Und für die Kara 8 mache ich das so. Ich habe hier einen Karabiner. Für gewöhnlich bietet sich da an, je nachdem was man macht, einen Verschlusskarabiner eventuell zu nehmen. Ich habe hier jetzt mein Bremsseil und hier das Lastseil. Ich nehme jetzt das Bremsseil, klippe es in den Karabiner ein und anschließend nehme ich das Lastseil und klebe es ebenfalls oben ein. Das war's schon. Das ist die Kara 8. Ich zeige es euch mal. Das Seil ist locker. Ich ziehe es nach. Und ich habe eine Rücklaufsperre. Das kann ich hier immer stärker ziehen. Sowas kann ich machen für Seilaufbauten. Ich kann es aber auch machen, wenn ich eine Last befördere. Soweit ich weiß, ist das eine DLAG in Verwendung für, ich glaube, wenn sie Boote aus dem Wasser ziehen oder so. Und ja, also hier kann man nachziehen. Das ist die Rücklaufsperre Kara 8. Man braucht nichts anderes wie quasi einen Abseilachter und den muss man irgendwo einhängen. Wichtig ist, das Ganze funktioniert nur so, wenn man das kleine Auge einhängt. Für einen Klettersport würde ich sagen, oder für einen Klettersport ist es wirklich nicht zu gebrauchen, weil ihr seht schon, wenn hier jemand dranhängen würde, dann kann ich ja nicht das Seil von ihm nehmen und oben einhängen. Das funktioniert einfach nicht. Und deswegen ungeeignet, sage ich mal, für einen Klettersport, aber ich hoffe, damit ist deine Frage beantwortet, Bernd, und du hast Spaß dabei, bei den Laschen, die du auch immer befördern möchtest. Viel Spaß! Und wir sehen uns wie immer mit Sicherheit am Berg.